klirrende Kälte und weiß, wohin das Auge blickt. Das waren wahrscheinlich so die ersten Sinneseindrücke, die man heute Morgen wahrnehmen konnte, wenn man irgendwo in Osthessen einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. Das Tief Tristan ist nun auch bei uns in der Region angekommen und das sorgt direkt ein bisschen für Chaos. Das Polizeipräsidium Osthessen berichtet von witterungsbedingten Einsatzzahlen im zweistelligen Bereich seit der vergangenen Nacht. Und wenn man sich die Straßenverhältnisse einmal anguckt, dann sind diese Zahlen nicht wirklich verwunderlich, denn das sind teilweise wirklich geschlossene Eis- bzw. Schneedecken. Besonders prekär ist die Situation momentan auf den Autobahnen. Mein Kollege Henrik Schmidt ist seit den frühen Morgenstunden auf der A7 unterwegs, um dort die Lage zu dokumentieren. So, ich befinde mich heute hier auf der A7 in Fahrtrichtung Norden, kurz vor dem Hattenbacher und Kirchheimer Dreieck. Die A7 ist zurzeit voll gesperrt, nichts geht mehr, weder vor noch zurück. Lkw-Fahrer stehen teilweise seit 12 Uhr bzw. seit 0 Uhr die Nacht hier auf der Autobahn und können nicht vor, nicht zurück. Es ist einfach Chaos. Wir haben noch keine Feuerwehr, keine Polizei, nichts gesehen. Teilweise habe ich schon mit Lkw-Fahrern gesprochen, die haben gesagt, sie haben noch genügend Lebensmittel, Getränke, Essen ist alles noch da. Aber irgendwann ist natürlich auch das zur Neige. Und mal schauen, wann das jetzt hier weitergeht. Teilweise wird gehofft, dass es in den nächsten 2 Stunden weitergeht, dass sie bis 12 Uhr hier weg sind. Hier im Landkreis Hessen-Rotenburg hat es in der heutigen Nacht rund 30 cm Neuschnee gegeben. Hier in meinem Heimatort Wildeck-Hönefach sind momentan die Seitenstraßen noch überhaupt nicht befahrbar. Deswegen müssen viele Arbeitnehmer auch heute zu Hause bleiben. Schon gestern hatte auch der Landkreis angekündigt, dass die Schulen aufgrund der Wetterlage geschlossen bleiben. Und auch die heutige Kreistagssitzung, die in Bad Hersfeld angedacht war, muss aufgrund der derzeitigen Wetterlage entfallen. Die Wetterlage hier im Vogelsbergkreis ist weiter angespannt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich die Straßen in eine riesige Eisdecke verwandelt. Und letzte Nacht kamen hier in der Gemeinde Gemündenfelder noch 12 cm Neuschnee hinzu. Heißt, unter dem Schnee ist weiterhin eine riesige Eisfläche. Und laut Wettervorhersagen wird das in den nächsten Tagen hier auch noch so bleiben. Bereits heute Abend soll es erneut zu Schneefällen kommen. Wir werden uns also noch einige Tage mit dem Schnee und den Minustemperaturen arrangieren müssen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.